werden in diesem Land als die gestaltende Kraft wahrgenommen. Planbarkeit und Verlässlichkeit. Das ist etwas, was wir als Bündnisgrüne auch der Wirtschaft und dem Unternehmertum als Angebot machen, auch in den nächsten Jahren. Habe ich schon gleich wieder gehört. 5 Minuten ist die Restriktion. Die Energiewende findet statt. Sie ist nicht gescheitert, sondern sie ist gerade richtig im Hochwachsen und das auch hier im Freistaat Sachsen. Der Wandel wird kommen. Frage ist nur, lassen wir den Wandel uns überrollen oder gestalten wir ihn? Lasst uns lauter sein als die Rechtsextremisten, denn wir alle gemeinsam sind stärker als dieser Hass. Weil der Kompromiss der Wesenskern unserer Demokratie ist.